Hast du dich schon einmal verlaufen? Es ist schrecklich. Die heutige Technik hilft uns oft bei der Orientierung. Aber was, wenn du dich an einem Ort außer Reichweite verirrst, wenn niemand zu Hilfe kommt? Dies geschah zwei Teenagern in den Vereinigten Staaten. Sie gerieten in ein wahres Abenteuer. Giovanna Giafuda. Giovanna war wie der vermisste Junge aus unserer heutigen Geschichte erst 18 Jahre alt, als sie sich in einem großen Nationalpark verirrte. Sie war zufällig dort gelandet und vielleicht würde sie nicht lebend wieder herauskommen. Giovanna, genannt Gia, verließ ihr Haus, um in ein Café zu gehen. Ihre Eltern hatten zunächst keine Ahnung, dass Gia überhaupt weg war. Nach einem Getränk verließ sie das Café wieder und fuhr mit ihrem Auto davon. Dies wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Danach wurde sie nicht mehr gesehen. Sie kam an diesem Abend nicht nach Hause und ihre Eltern begannen sich zu sorgen. Sie versuchten mehrmals, Gia anzurufen, aber kamen nicht durch. Also informierten sie die Behörden, um eine Suche nach dem Mädchen zu beginnen. 3 Tage, nachdem sie das Videomaterial des Cafés aufgespürt hatten, fanden sie Gias Auto. Mit leerem Tank stand es an einer abgelegenen Straße in den Bergen. Von Gia keine Spur. Also begannen die Rettungskräfte, die Wälder und Parks um das Auto herum zu durchsuchen. Gia war nirgends zu finden. Später sagte sie, sie habe das Auto verlassen, als ihr das Benzin ausging. Sie hatte ihr Telefon, ihr Tagebuch und eine Bibel mitgenommen und war in den Wald gelaufen. Sie suchte nach einer Tankstelle und war der Meinung, geradeaus durch den Wald wäre der kürzeste Weg. Bald hat sie sich jedoch hoffnungslos verlaufen. Ein ganzes Team von Polizei, Parkpersonal und Freiwilligen durchkämmte den Wald. Erst nachdem Gia bereits für 1 Woche und 2 Tage verschwunden war, fanden Teammitglieder ihre Sachen. Sie schienen alles zurückgelassen zu haben, ihr Tagebuch, ihre Schuhe und ihr Telefon. Diese Spur gab den Suchenden etwas Hoffnung. Wenige Stunden später fanden sie Gia selbst. Sie saß in einer tiefen Schlucht auf einem Felsblock neben dem Auto. Sie war sehr verwirrt. Auf die Frage, wie lange es her sei, dass sie ihr Auto abgestellt habe, sagte sie, etwa 3 Tage. Aber sie war insgesamt 9 Tage spurlos verschwunden. Ihr Zeitgefühl war beeinträchtigt. Die Nächte hatte sie unruhig unter Büschen verbracht. Aber es war nicht kalt gewesen. Sie konnte Wasser aus dem Fluss trinken und hatte einige essbare Beeren gefunden. Gia hatte großes Glück, dass sie lebend und unversehrt gefunden wurde. Austin Bohannon. Austin, der es nach 11 Tagen selbst aus dem Wald schaffte, ging es ähnlich. Gib diesem Video ein Like, wenn du wissen möchtest, was er erlebte. Vergiss auch nicht zu abonnieren und zu klingeln. So erfährst du immer, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Austin war mit seinem Stiefvater im Great Smoky Mountains National Park in Tennessee unterwegs. Sie wollten wandern und spezielle Ginsengwurzeln sammeln. Es heißt, dass dieser Ginseng medizinische Kräfte besitzt. Die wilde Variante der Wurzel ist sehr wertvoll. Daher ist die Pflanze allerdings auch vom Aussterben bedroht. Es ist strengstens verboten, sie aus Nationalparks zu entnehmen. Austin und sein Stiefvater Hubert zogen es darum vor, sich nicht mit den Behörden in Verbindung zu setzen. Allerdings konnte keiner von ihnen vorhersehen, was auf ihrer Wanderung passierte. Beim Überqueren eines Baches verlor Hubert versehentlich seine Brille. Ohne sie konnte er fast nicht sehen. Austin wollte helfen und versuchte, die Brille mit den Füßen im Wasser zu finden. Währenddessen versuchte Hubert, aus dem Wasser zu kommen. Da er nicht richtig sehen konnte, bemerkte er nicht, dass er sich immer weiter von Austin entfernte. Als Austin die Suche aufgab und aus dem Bach kletterte, konnte er seinen Stiefvater nirgends sehen. Er war an einer anderen Stelle als Hubert hinaufgeklettert. Austin suchte ihn verzweifelt, aber ohne Erfolg. Als ihm bewusst wurde, dass er allein war, geriet Austin leicht in Panik. Was sollte er jetzt tun? Er kannte den Weg zurück überhaupt nicht.
Austin wollte seine Mutter anrufen, ein natürlicher erster Impuls. Er befand sich jedoch außer Reichweite und beschloss, es an einem höher gelegenen Punkt zu versuchen. Nach langem Aufstieg erreichte er die Spitze eines Hügels. Leider umsonst. Er war nur noch weiter vom Weg abgekommen. Hubert suchte derweil auch nach Austin, machte sich aber gleichzeitig auf den Weg zurück. Er hoffte, Austin am Ausgang des Parks zu treffen. Leider stand er schließlich ohne seinen Stiefsohn am Rande des Parks. Jetzt wird die Geschichte wirklich seltsam, denn es sollte einen ganzen Tag dauern, bis Hubert Austins Mutter informierte. Dann kontaktierte diese jedoch sofort die Behörden und eine große Suchaktion wurde gestartet. Warum hatte Hubert nicht schon früher jemanden hinzugezogen? Er sagte später, er habe gehofft, Austin selbst zu finden. Nach 24 Stunden erfolgloser Suche beschloss er zu gestehen. Er wollte vielleicht auch gerne vermeiden, dass Park Ranger oder gar die Polizei in den Fall verwickelt würden. Schließlich waren er und Austin zur illegalen Ernte der Ginsengwurzel im Park gewesen. Nachdem die Parkleitung über den vermissten Jungen informiert wurde, machte sie sich sofort an die Arbeit. In dem über 2700 Hektar großen Gebiet wurde eine große Suchaktion gestartet. 13 Parkretter, 2 Suchhunde, bis zu 28 speziell ausgebildete Einsatzkräfte und ein Heer von Freiwilligen waren beteiligt. Stundenlang durchkämmten sie den Park und seine dichten Wälder nach Austin. Austin hatte schon mehrere Nächte in der Wildnis verbracht. Die erste Nacht war er auf dem Hügel geblieben, doch am nächsten Tag beschloss er, den Weg zurückzusuchen. Er folgte dem Bach, in dem er seinen Stiefvater verloren hatte. Nach 3 Tagen entschied er sich, flussabwärts statt flussaufwärts zu gehen. Später stellten die Retter fest, dass sie schon mehrmals in Austins Nähe gewesen waren und sich nur knapp verpasst hatten. Die Tage flogen dahin und mit jedem Sonnenuntergang wurde die Hoffnung, Austin lebend zu finden, kleiner. Menschen, die in der Wildnis verschwinden, werden meist schon nach wenigen Stunden gefunden oder sie tauchen nie wieder auf. Normalerweise wird die Suche nach einer Woche eingestellt. Das war bei Austin zum Glück nicht der Fall. Der örtliche Sheriff wollte nicht aufgeben. Er war überzeugt, Austin noch zu finden. Der Junge kannte sich in den Wäldern aus und in den Nächten war es überhaupt nicht kalt. Er hatte eine Chance. Darum gab das Rettungsteam nicht auf. Austins Familie unterstützte die Retter so gut sie konnte. Sie brachte heiße Getränke und Snacks sowie warme Mahlzeiten am Ende eines langen Suchtages. Austin sagte später, er habe einen Hubschrauber über sich fliegen hören. Da wurde ihm klar, dass sie nach ihm suchten und dass er nicht alleine war. Aber die Bäume standen so dicht beieinander, dass er kein Signal senden oder seinen Standort mitteilen konnte. Doch das Geräusch gab ihm Mut. Sie hatten ihn nicht vergessen. Inzwischen folgte er weiterhin dem Bach. Er hatte seit Tagen nichts gegessen und nur etwas Wasser aus dem Bach getrunken. Er war verängstigt. Die 11 Tage in der Wildnis hatten ihn einsam gemacht. Aber das Geräusch des Hubschraubers hatte ihn aufgeweckt. Und dann hörte er plötzlich Stimmen. Er war nicht mehr allein. Dort in der Ferne sah er ein Boot treiben. Er lief zum Bachufer und winkte heftig. Zum Glück bemerkten die Leute ihn und kamen sofort näher. Der Mann fragte, ob Austin der Junge sei, den alle suchten. Er konnte nur nicken. Das Boot brachte Austin zum Ausgang des Parks, wo seine Familie und ein Teil des Rettungsteams auf ihn warteten. Er konnte es nicht glauben, er hatte es geschafft. Und sie haben nach all der Zeit immer noch nach ihm gesucht. Austin war müde und hatte seit Tagen keine Mahlzeit mehr gesehen. Aber bis auf ein paar Kratzer war er gesund und munter. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, durfte aber bald wieder nach Hause gehen. Kannst du dir vorstellen, wie schön es für ihn gewesen sein muss, nach 11 Tagen in der Wildnis wieder in einem eigenen Bett zu schlafen? Austins Familie war erleichtert. Zum Glück hatten sie die Hoffnung nicht aufgegeben. Austin hatte den Weg aus dem Wald geschafft.
Er erfuhr nun, wie knapp seine Retter ihn die ganze Zeit über verpasst hatten. Bist du auch froh, dass Austin es unversehrt aus dem Wald geschafft hat? Dann gib unserem Video bitte ein Like und erzähle uns in den Kommentaren, was du tun würdest, wenn du dich im Wald verirrtest.